Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play Gwent mit Paxis. Ich habe gerade also drüber nachgedacht, ob es Sinn machen würde, dreimal den Tagesanbruch ins Deck zu nehmen und dann zumindest immer einen Tagesanbruch auf der Hand zu halten, wenn ich ihn ziehe, weil ich glaube, die letzte Runde hätte ich auch gewonnen, wenn ich den Tagesanbruch ausgespielt hätte, nachdem man Nebel- und Regeneffekt gespielt hat, dann hätte ich Tagesanbruch ausgespielt und Art hätte nur dafür gesorgt, dass meine Einheiten nach hinten geschoben werden und einen Angriffspunkt verlieren. Also es hätte einfach mich nicht besiegt und ich hätte gewonnen, wahrscheinlich. Ich hätte halt nur einen Tagesanbruch aufheben müssen. Ich werde jetzt mal in Zukunft versuchen, immer einen Tagesanbruch, wenn ich ihn auf der Hand habe, zu behalten und gucken, inwiefern das was bringt und vielleicht dann halt einen dritten Tagesanbruch ins Deck reinnehmen. So, Hornrausch, Donnertrank, Priscilla. Igni und Philippa gegen Volltest. Nathalys. Ich würde es ja sogar fast so lassen, muss ich zugeben. Zeitverschwendung, genug. Ich werde wahrscheinlich Priscilla noch ausspielen in der Runde und das war's. Bist du sicher? Ich würde es ja anders machen. So, jetzt booste die, es war klar, also das ist mir egal. Und jetzt muss er halt erstmal noch was machen. Hat schon eine Karte, ach ne, er hat keine Karte weniger. Ich glaube, mit Philippa und Igni stehe ich da ganz gut da gegen diese Art Decks. Eine Karte weniger. Oh, und er gibt die Runde ab. Das ist natürlich sehr schön. Damit muss ich nur die nächste Runde gewinnen. Und ich habe einen Rausch. Ich habe einiges an Backup. Ah, und ziehe auch gut nach. Ziehe sehr gut nach. Gefällt mir. Ich kann nicht mehr. Sag, dass das ein Witz sein soll. Ja, die Dreier-Einheit kommt. Aber er hat auf Garantie noch eins zum Wiederholen. Von daher egal. Ja, Zula die Elver, das ist okay. Könnten wir jetzt rein theoretischerweise zerstören mit Igni, aber ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, weil er kann ja noch mehr Einheiten haben, mit denen er irgendwas wiederholt. Hast du Proviant? Ich bin hungrig wie ein Wolf. Okay, aber er schützt sie halt nicht vom Zerstören, das ist das Schöne. Nur Philippa kann ich jetzt nicht einsetzen, aber das ist egal. Wenn er sie jetzt auch noch befördert, das wäre lustig. Ne, er setzt die Meteoriumbombe ein. Ah. Aber wozu er da den Schutz spielt, keine Ahnung. Dunkle Wolken sammeln sich. Oh, und einen Blitz hat er auch noch im Deck. Ist ja ein ganz verrückter. Los jetzt. Boah, und Flipper hat er auch, aber das hat er gar nichts gebracht. Außer halt, dass er die da. Ja, okay, ich weiß, warum er es gemacht hat. Alles klar. Das macht nichts. Das macht gar nichts. Wir haben unseren Rausch noch nicht ausgespielt. Wir müssen die Runde ja nicht unbedingt gewinnen. Das heißt, wir können die Haudegen-Speer auch spielen dann. Das ist kein Stress.
Aber ich, wenn er nach Blitz halt, wird das richtig eklig, ne? Muss ich überlegen, wie ich das am besten mache. Da muss ich jetzt eigentlich irgendwie ausspielen, weil ich brauche noch Zeit. Verdammt, hätte ich den Jäger nur eher ausgespielt. Doppeln kann er auch noch, fällt mir gerade auf. Hoffentlich hat er keinen Blitz mehr, ey. Ja, das macht alles nichts, das macht alles nichts. Müssen nur noch eine Runde durchhalten. Das, wenn ich jetzt doppel, na egal. Ich doppel jetzt. Aber er nimmt halt seine Einheit nicht in die nächste Runde mit, deswegen ist das nicht schlimm. Also stirbt eigentlich gar nicht. Ja, nimmt seine Einheiten nicht in die nächste Runde mit. Jetzt könnte ich Horn einsetzen, da muss er nämlich seinen Effekt auch noch einsetzen, um die Runde zu gewinnen. Mache ich jetzt mal. Ist egal, spielt überhaupt keine Rolle, weil er wird halt die nächste Runde verlieren. Wie soll er die gewinnen? Philippa werde ich wahrscheinlich nicht sinnvoll einsetzen können, aber ist auch egal. Sag ich doch, Adrenalinrausch, nice. Was? Ich hatte doch schon mehr Runden gewonnen, wie 1 von 6. Das ist doch kein neuer Tag gewesen, was ist denn jetzt passiert? Okay, irgendwas ist merkwürdig. Egal. Ach so, das liegt glaube ich daran, weil der neue Tag bei denen irgendwie erst um 1 losgeht, nach unserer Zeit oder so. Und ich habe vor um 1 angefangen zu spielen und dann war es um 1 und oh, toll. Die Tagesbelohnung würde ich schon gerne mitnehmen. Aber schön, ich glaube mit Philippa und Igni gewinnen wir jetzt häufiger gegen die Voll des Decks, weil wir halt einfach die guten Konter dagegen haben. Geil, Stufe Rang 8, richtig nice. 2 Ränge über mir, cool. Okay, der vergoldet wahrscheinlich gerne. Das heißt, ich muss viel boosten. Wiederholen brauche ich eigentlich nicht, weil Priscilla kriege ich eh nicht wieder, wenn ich die hier als erstes ausspielen werde. Oder ich spiele nur Priscilla. Ach nee, das geht nicht. Wenn ich als erstes dran bin, kann ich nur Priscilla ausspielen. Zweimal Infanterie. Eigentlich würde ich es gerne so lassen, wobei brauche ich einmal zweimal Schwalbe, einmal Donner. Ja, ich probiere es so. Ja, wenn ich wüsste, dass der Gegner zuerst dran ist, hätte ich halt anders gespielt, aber ich weiß, dass halt. Oh, mal wieder einer der Hautigen spielt. Das ist ja sehr selten der Fall. Aber die soll er ruhig mal aus dem Deck rausziehen. Ich bin zu alt für diesen Mist. Priscilla werde ich mir, denke ich, für die nächste Runde aufheben. Ach, wie schön es gewesen wäre, wenn er wieder diesen Jäger da geholt hätte. Okay, 19-10. 19-10. Ich gebe jetzt ab, weil ich will einfach, dass das seine Kombos kaputt macht. So. Er hat immer noch weniger als ich. Entweder gibt er freiwillig ab oder er verliert halt noch mehr Karten. Hat jetzt schon eine weniger. Er macht's wirklich. Er wird natürlich auch Karten haben, die aus dem Friedhof wiederholen können, aber das will ich mal sehen, wie er das dann schafft. Er hat ja auch keine kein Doppelfolter, sondern er hat ja den Typ, der er vergoldet.
Das heißt, ich muss mit Philippa auch aufpassen, dass ich die rechtzeitig spiele oder halt Igni. Frieden lässt sich nicht. Oh, will er die Runde etwa abgeben? Hast du Proviant? Ich bin hungrig wie ein Wolf. Sag, dass das ein Witz sein soll. Okay, der hat da schon einmal gezogen. Also kann er maximal noch einmal ziehen, das ist okay. Wir boosten mal die Infanterie. Dass uns die nicht zerfetzt. Was kann ich für dich tun? Wenn eine Goldkarte auf deiner Seite ausgespielt wird, genau. Erkennst du deine alten Kumpel nicht mehr? Ach, wir bekommen sie nicht kaputt, verdammt. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Wir bekommen sie immer noch nicht kaputt. Zeigen wir ihnen, was wahre Kunst ist. Ich kann nicht mehr. Bist du einer der unseren oder nicht? Kommen sie immer noch nicht kaputt. Och, er hat Frost. Oh mein Gott. Frost und Nebel. Ach du Scheiße. Wenn er jetzt noch Art hat, herzlichen Glückwunsch. Ich habe nichts dagegen. Gar nichts. Kann nichts machen. Kann nichts machen. Wenn er jetzt noch Art hat, herzlichen Glückwunsch. Er vergoldet die, das hätte ich nicht gedacht. Tja, die Frage ist, schaffen wir das überhaupt genügend Angriff zu generieren? Das wird schwer, er hat noch drei Karten. Okay, das wird wahrscheinlich nicht, wie es aussieht. Mit Igni bekommen wir jetzt 7 kaputt. Mit Philippa reduzieren wir die 30 auf 1, 2, 3, 4, 9, 13. Ja, das lohnt sich auch nicht, denke ich. Das wird richtig scheiße. Ich denke, wir verlieren. Ich denke, wir verlieren. Ich sehe eigentlich keine Möglichkeit, das noch irgendwie zu gewinnen. Was willst du von mir? Ach, dieser scheiß Drache. Wieder mal gegen Hänsel verloren, aber das war halt wieder so ein Deck, da wäre es geil gewesen, Zerstörungskarten zu haben, aber nur gegen dieses eine Deck Zerstörungskarten reinzunehmen, bringt nichts, ist sinnlos. Und die haben's, und er hat halt so ein Deck gespielt, ich konnte mit Philippa gar nichts machen. Ich respektiere die Menschen.
Das war so eine Situation, wo Philippa mir nichts gebracht hat und eher Dead Draw war. Aber er war auch zwei Ränge über mir, also war geiles Matchmaking auf jeden Fall. Vielen Dank für den Gegner. Haben eine Neke. Ich überlege auch, ob ich die Sanitäterin vielleicht rausnehme. Ich wechsle die so oft aus der Starthand weg. Es geht wieder dieses Elende, ich zieh mal mein ganzes Deck auf die Hand. Jetzt geht es wieder los, denke ich. Oh, es spielt die Falle aus. Wahrscheinlich die Fünferfalle. Hast du Proviant? Ja, war klar, macht nichts. Das ist natürlich scheiße. Das ist richtig scheiße. Ich muss es machen. Ich kann keine Karte von mir weiter jetzt wegschmeißen dafür. Das geht nicht. Und Philippa oder Igni ausspielen braucht ja auch keinen Sinn. Okay, interessant. Damit hätte ich nicht gerechnet, dass jetzt die Karte kommt. Los jetzt. Okay, er spielt schon mal keinen Wettereffekt. Das ist schon mal gut. Leider nichts zum kaputt machen. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Ich treffe immer. Au! Willst du meine Axt zu spüren bekommen? Siehst übel aus, aber du wirst überleben. Gucken wir, ob er noch so einen Doll-Platana-Schütze hat. Ja, er spielt ihn nochmal aus. Ich habe gehofft, dass ich die Sanitäterin ziehe. Sag, dass das ein Witz sein soll. Ah, schade. Ich hätte lieber den Speer gezogen. Fällt gerade auf, das war's ja dann schon fast mit unserem Boost. Wir haben noch einen Donnerdrang, geil. Ich hoffe mal, dass ich die Mahakama-Wache da kaputt bekomme. Gehe mal davon aus, dass er die boosten wird. Ja. Ich muss die Runde gewinnen. Ich muss die Runde gewinnen. Oh, vielen Dank. Jetzt hat er beide gleich geboostet. Ich glaube, das nutze ich direkt mal, um mit Igni die zwei kaputt zu machen. Damit die mir in der nächsten Runde nicht mehr auf den Sack gehen. Okay, er boostet was anderes, aber das macht nichts. Wir haben ja Philippa. Wenn er jetzt natürlich Igni hat oder verbrennen wird es eklig. Er könnte jetzt auch eigentlich den Doll-Platana-Schützen einsetzen, um den auf um 5 zu reduzieren, bevor ich ihn verdreifache. Das wäre jetzt das Schlauste von ihm. Ich würde mir halt gerne Wesemir für die letzte Runde aufheben, wenn ich ehrlich bin.
Ach, denk dran, fuck. Nee, doch, oder doch, ja, denk dran. Naja, was soll's. Ich treffe immer. Den Sechser verdreifachen ist auch nicht schlecht. Und er ist jetzt zumindest geschützt vor Igni und sowas. Und die drei Hexer werden, denke ich, sich schon überraschen in der letzten Runde. Ich gehe mal davon aus, sie gibt jetzt irgendwann ab. Alles in Ordnung? Finte. Also, er müsste jetzt schon komplett übertreiben, um 82 zu schlagen, oder? Also, wenn er erstmal die letzten beiden Karten schafft und eine davon ist eine normale Boostkarte, wenn er jetzt noch das Horn hat, sollte das auch nicht reichen. Also, es sollte eigentlich kein Stress sein. Rein theoretischerweise gehe ich davon aus, nicht nur die Runde zu gewinnen, sondern auch das Spiel. Sehr schön, sehr schön. Oh, sehr nice. Jetzt zeig mal, was du kannst. Von mir aus. Booste mal noch weiter, dass ich dann halt reduzieren kann. Wäre geil. Ich bin zu alt für diesen Mist. Okay, wir können unsere Philippa noch sinnvoll einsetzen. Das ist schon mal schön. 19 auf 12, wuhu! Ist nicht wirklich viel, ne? Also ein Geralt hätte jetzt mehr Punkte gebracht, aber ich hoffe, es reicht. Er hat nur noch eine Karte, aber was soll jetzt noch passieren? Horn! Na also, es wäre egal gewesen, aber erst Horn einsetzt und dann Philippa kommt, oder erst Philippa und dann Horn, es ist passiert genau das Gleiche, es geht auf 1. Sehr nice. Und ich glaube, ohne Philippa hätten wir verloren, oder? Durch das Horn? So, noch eine Runde gewinnen. Da ich keine extra Aufnahme machen will für diese eine Runde, ich die aber noch gewinnen will, machen wir wieder eine extra lange Folge. Also ich würde sagen, wir gewinnen jetzt schon etwas mehr, als wir verlieren, seitdem wir Philippa wieder drin haben. Ach so, was machen wir mit der Sanitäterin? Die sollten wir auf jeden Fall einmal aus dem Deck noch rausnehmen, mindestens einmal. Diese Neneke kommt einfach geiler, weil wir uns da aussuchen können, immer wiederholen, aber bei der Sanitäterin... Gerade weil wir oft die Hexer am Anfang haben, ist es einfach nicht so sinnvoll. Dann reduzieren wir lieber auf 26 Karten. So, Tagesanbruch wollen wir einmal behalten. Das heißt, wir behalten die jetzt auf jeden Fall. Priscilla ist gut, ein Hexer ist gut. Roche behalte ich auch. Philippa ist geil. Oh, eigentlich ist alles geil. Scheiße, wir haben zu wenig zum Boosten. Natalis, reicht der zum Boosten? Und einmal Schwalbe, reicht das aus? Reicht das aus? Oh Gott, ich bin fast davor, das so zu lassen. Ich gehe das Risiko mal ein. Das wird kurz und schmerzhaft. Hier, also ich gebe natürlich direkt das ab, logisch. Wir überlassen ihm die Möglichkeit, die Runde zu gewinnen. Mit entsprechenden Kartennachteil. Vielleicht gibt doch ab, wäre nicht schlimm. Ich meine, haben wir gleich viele Karten, aber ich habe gewonnen. Gerne, gerne. Er wird sich freuen, dass er zwei weitere Karten ziehen kann. Oh, das ist schlecht gezogen. Zweites Mal den Rausch. Ich meine, haben wir halt immer ein bisschen mehr Spielraum. Wir müssen ja jetzt nur die letzte Runde noch gewinnen. Das ist ja immer das Schöne, dass es relativ überraschend für den Gegner kommt, dass wir mit Rausch spielen. Weil es spielt so selten jemand mit Adrenalinrausch. Das ist der einzige wirklich große Vorteil an meinem Deck, dass Adrenalinrausch überraschend ist, weil die meisten nicht damit spielen. Ich hoffe, man hat jetzt nicht normal diesen Mutter gehen, aber diesmal bekommt er die Karte nicht kaputt, weil die schon 5 hat.
Er wird mit Sicherheit irgendein blödes Wettereffekt spielen. Ich bin hungrig wie ein Wolf. Haben die halt immer im Normalfall. Ist ja auch schlau. Ja, steiger ruhig. Ich hab Philippa. Und bitte alles in eine Reihe. Das machen die ja gern. Ich überlege, ob ich zuerst jetzt Natales Spiel oder Priscilla. Ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube lieber erstmal Priscilla. Oh, das Horn. Ich meine, es doppelt ja jetzt trotzdem schon. Das ist ja eigentlich nicht schlecht. Die Infanterie brauche ich eigentlich nicht unbedingt. Das haben wir noch auf der Hand. Ja, ich glaube fast. Das Horn kommt jetzt geiler. Wäre natürlich noch geiler gewesen, wenn ich die erste Runde später gekommen wäre. Aber gut, damit habe ich nicht gerechnet, dass das Horn jetzt kommt. Da wäre natürlich wieder besser gewesen, erst Natalis auszuspielen. Ah, sehr schöne Karte, die nichts bringt. Dunkle Wolken sammeln sich um uns. Nochmal das Schiff. So, was spielen wir denn jetzt? Ich glaube, wir nehmen erstmal einen Rausch. Ob 12 oder 15 macht keinen großen Unterschied. Naja, mach das ruhig, booste weiter. Ich hab Philippa, das macht gar nichts. Man muss halt erstmal die Runde hier gewinnen. Ja, Baby, übertreib's komplett und es. Also Quen geht nur auf eine Einheitentyp. Befördern geht auch nur auf einen Einheitentyp, nicht auf eine komplette Reihe. Also ich brauche mir eigentlich keine Gedanken machen, dass ich Philippa jetzt schon ausspielen muss. Ich werde mal. Jetzt ist halt die Frage, auf wen spiele ich Schwalbe? Ich glaube auf die Infanterie. Das macht nichts. So, Vernon Roche bringt jetzt gar nichts, wenn ich Philippa da habe. Es ist halt die Frage, will ich jetzt schon doppeln oder will ich eigentlich noch eine Runde warten? Ich würde eigentlich gerne noch eine Runde warten. Hat bestimmt irgendeinen Wettereffekt. Den würde ich eigentlich gerne jetzt ziehen lassen und nicht erst in der letzten Runde. Was mache ich nur? Zerschmettert das Gewürm! Geht nur um die letzte Runde. Nimmt sie zurück auf die Hand. Das ist sehr gut. Das heißt, er boostet alles nochmal in der Reihe. Ich glaube, er hat keinen Wettereffekt. Den hätte er wahrscheinlich schon ausgespielt. Ich bin jetzt am Überlegen. Ich meine, ich könnte auch Roche ausspielen, aber das wäre ein bisschen verschwendet, weil ich Philippa ja habe. Ich werde das Risiko eingehen und den Tagesanbruch ausspielen. Du kannst versuchen, sie alle zu gewinnen, aber das schaffst du nicht. Man höre. So, und jetzt spiele ich Philippa aus. Und 91 auf 16.
selbst mit Frost wird es jetzt ultra schwer für ihn. Sehr schön. Und wieder mal Philippa. Überraschung, Überraschung. Und jetzt hat er halt... Ah, der gibt auf. Sehr gut. Ach nee, ich habe die ersten beiden Runden gewonnen. Stimmt. So, wir haben genau 200. Das heißt, wir können noch zwei Fässer kaufen. Und dann ist gut. Ach ja, und dann noch die Sanitäterin rausnehmen. Ganz wichtig, die brauchen wir nur einmal. Ich glaube, einmal kommt die schon gut, aber die darf halt einfach nicht zu auf der Standard sein, wo wir das dann eh ablegen, deswegen. Wenn echt mal Zeit für neue Karten. Es nervt immer, die gleichen zu ziehen, vor allem am Anfang. So, wir haben dreimal das. Verringert die Stärke einer Nicht-Gold-Einheit um 3. Brokwar-Jäger. Verringert die Stärke einer Nicht-Gold-Einheit um 3. Sinnlos, macht 3, aber wir haben die erst. Also macht halt 7 Stärke und wir haben ja was zweimal, deswegen nehmen wir die nochmal mit. Triss wäre ganz cool, aber ich glaube momentan gäbe es keine Goldeinheit, die ich für Triss einwechseln würde. Also die ich für Triss rausnehmen würde. Jutta Andimun. Oh ja, stimmt. Wir wollten ja auch mal dieses andere Layout reinnehmen. Vielleicht denke ich jetzt endlich mal dran. Kommando der blauen Berge. Da gibt's ja, wir hatten ja jetzt oft genug gesehen, dass es hier Kombos drum gibt, Decks drum gibt. Deswegen die brauchen wir dreimal. Deckschmiede. So, ich glaube, die Sanitäterin haben wir noch zweimal drin. Wenn wir die jetzt rausnehmen, haben wir nur noch 26 Karten. Da kommen wir echt sehr nah an das Minimum ran. Das ist geil. Ja, die brauchen wir einfach gar nicht. Die brauchen wir einfach nicht. Ist einfach so. Ach, wir haben mittlerweile sogar Ablenkungsmanöver. Nimm eine Nicht-Goldeinheit, die nicht unnachgiebig ist, von deiner Seite auf deine Hand und verbanne sie dann. Was? Und verbanne sie dann? Ich glaube, dieses verbanne sie dann ist wieder falsch übersetzt, oder? Weil die nimmt man einfach nur auf die Hand und kann sie wieder ausspielen. Oder verbannt man dieses Ablenkungsmanöver? Ich habe keine Ahnung. Aber man kann sie auf die Hand nehmen. Das bringt uns eigentlich relativ wenig. Die einzige Karte, bei der sich das bei uns lohnen würde, ist Priscilla. Damit man halt nochmal zwei Karten ziehen und angucken kann. Neneke. Damit man halt nochmal eine Einheit wiederbeleben kann. Und das war's. Ja, also Infanterie, klar, dann wird halt nochmal gedoppelt. Aber im Großen und Ganzen ist es sinnlos. Und die Silber, das heißt, dafür müssten wir jetzt eine Silberkarte rausnehmen. Das will ich ja nicht. So, gibt's noch irgendwas? Ich gucke mir mal gerne, wenn ich eine Karte rausnehme oder so, nochmal das Deck durch. Manchmal hat man ja, oder die Karten durch, manchmal hat man dann nochmal eine Idee oder so. Ach, wie gern würde ich so eine Treebox spielen. Die sind irgendwie cool. Die Kuh. Ich habe echt überlegt, ob ich die Kuh wieder reinnehme. Aber es geht halt nicht, weil ich schon zu viele Silberkarten habe. 6 Stück nur. Warum denn gerade nur 6? Aber es gibt, also die 3 können wir nicht rausnehmen und die 2 können wir auch nicht rausnehmen. Und Horn können wir auch nicht rausnehmen. Horn ist so oft Game Changer, das geht einfach nicht. Ja, das geht einfach nicht. Es klappt nicht, schade. Was steht hier eigentlich? Ich gehe wohin und wann immer ich will. Wenn die 2 Angriffspunkte mehr hätte und dann auf 10 gehen würde, wäre sie echt interessant. Aber so mit nur 6 und dann halt auf 8, das bringt einfach nichts, meiner Meinung nach. Okay, wir haben das rausgenommen. Wir wollten einmal den Jäger rausnehmen und dafür das andere reinnehmen, das andere Layout. Es müsste eigentlich 3 verschiedene Layouts davon geben, das wäre cooler. Siehst du hier die Tätowierung, da kämpfe ich mit einem Drache. Einem Drachen. Ah, hier ist gleich drauf, ne, ja. Sind die von dem gleichen gezeichnet? Bartholomew Gabel? Ja. Okay. Gut, dann würde ich sagen, war's das. Liken, kommentieren, abonnieren. Jetzt haben wir noch 26, jetzt haben wir richtig, richtig Speed im Deck, ey. Krass. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, wird man euch loben. Ich überlege gerade. Könnt ihr noch mal gucken, ob es irgendeine Karte gibt, die wir brauchen.
Aber eigentlich nicht. Nicht für das Deck, nicht für das Deck. Ich meine, wir können keine Silberkarte mehr reinnehmen. So, wir gucken uns einfach mal alle an, die wir nicht besitzen. Gold. Lass eine Goldeinheit auferstehen. Man hat ja nur vier Goldkarten im Deck, das ist irgendwie merkwürdig. Ich habe Philippa, die geht in den gegnerischen Friedhof. Ich habe also nur noch drei Goldkarten. Das eine ist Vernon Roche, das andere Natalis und dann nochmal Igni. Okay, Igni wiederholen ist krass, aber Igni brauchen wir meistens nur einmal im Spiel, nicht zweimal. Shani, ja gut, das sind alles, wie gesagt, ich brauche ja eigentlich, ich will keine Goldkarte, was soll ich denn da wechseln? Vernon Roche wäre so ein Kandidat und Natalis, die Effekte sind eigentlich ganz cool. Lass eine Nicht-Goldeinheit auferstehen, die nicht unheilbar ist und verwandte sie in eine Goldeinheit. Dieser Effekt hält an, ja, okay. Bringt mir eigentlich auch relativ wenig. Bringt mir eigentlich auch relativ wenig. Oder bringt mir das irgendwas? Ich meine, Priscilla wieder auferstehen lassen ist immer cool, aber dafür Natalis oder Roche rausnehmen? Nee. Generiere nach drei Zügen Heimdall auf der Seite dieser Einheit. Zerstöre Kambi, wenn Heimdall auf derselben Seite erscheint. Verringern zu Beginn deines Zugs die Stärke der stärksten Nicht-Goldeinheiten auf deinem Schlachtfeld. Halte nach zwei Zügen für jede Einheit auf deinem Friedhof eine Stärke. Komisch, dass man die nie sieht. Ist die so schwer einzusetzen? Saskia, verringere die Stärke aller gegnerischen Nicht-Goldeinheiten um 1. Erhöhe die Stärke aller Nicht-Goldeinheiten auf deiner Seite um 1. Lohnt sich in Decks, wo man selber viele Einheiten hat, also Brut oder sowas. Aber selbst da, also wenn man 10 eigene Einheiten hat, ist das halt plus 10, also keine Ahnung. Behalte diese Einheit bei jedem Rundenende auf dem Schlachtfeld, das ist ein bisschen sinnlos alleinstehend. Lass eine Nicht-Gold-Sonderkarte auf dem Friedhof auferstehen. Shiryu, Überfall, das ist egal. Der wäre halt cool, wenn er nicht Gold wäre, ne? Das wäre halt echt geil. Aber leider ist er halt eine Goldeinheit und ich glaube, das lohnt nicht. Also der ist nicht geiler als Natalis oder als Roche, würde ich sagen. Ich würde ihn wahrscheinlich spaßeshalber mal testen, wenn ich ihn so ziehe, aber ich kaufe ihn nicht. Ah, da brauche ich einen Wettereffekt. Blutiger Baron. Ja, ist okay, aber ist das geiler als Roche? Ich meine, Wiederbeleben ist halt schon nicht schlecht. Also er bekommt 2 dazu, 8. Mit der Karte haben wir dann halt zumindest 12 Angriffsstärke generiert. Das ist schon mal nicht schlecht für eine Goldkarte. Oder wir lassen sogar eine Goldeinheit wieder aufstehen. Das heißt, wir kommen auf 9 plus eine Nicht-Goldeinheit, sorry. Man könnte halt auch Priscilla wiederholen. Wir können halt viel Interessantes wiederholen. Also eigentlich ist er nicht so schlecht. Kostet 800. Aber ich glaube, es ist auch wieder so eine Karte, wo ich nicht denke, dass sie so viel geiler ist. Weil wenn man sich halt überlegt, wie oft ich Vernon Roche einsetze und dann dieser -5-Effekt wirklich eine Karte zerstört, die noch einen Effekt hat, das ist fast nie der Fall. Das ist fast nie der Fall. Also fast immer generieren wir einfach 14 Stärke im besten Fall. Und hier generieren wir 12 Stärke, wenn wir die Karte holen, die sogar noch am Rundenende da bleibt. Oder wir können sogar wiederbeleben, was natürlich, wenn wir es uns aussuchen können, was wir wiederbeleben können, immer ganz geil ist. Also da generieren wir halt relativ viel Stärke. Selbst wenn wir uns nur einen Hexer holen für 6 oder 7 Angriffe, haben wir 8. Plus 6 oder sogar 7 sind wir bei 15. Da könnten wir auch wieder 15 Stärke generieren. Roche macht nur 14. Wenn wir sogar noch so einen Effekt wiederholen wie Priscilla, kommt's noch geiler. Also der ist. Und der ist halt nie Dead Draw, weil er da mindestens 12 Stärke produziert. Und es kann ein Game Changer sein durch diesen Wiederbelebungseffekt. Ist vielleicht geiler als Vernon Roche. Ist vielleicht geiler als Vernon Roche. Ich glaube, er ist geiler als Vernon Roche. Vielleicht baue ich ihn mir doch, wenn ich
800 zusammen habe. Und man sieht, es lohnt sich mal, die Karten anzugucken. So, Fraktionen, falsche Fraktionskarten brauche ich mir nicht anschauen. Dieser Willen-Trennwert hat für echt heftigen Effekt und wenn man ihn gut einsetzt, ist er echt böse, aber passt nicht in mein Deck. Ich habe meistens die stärksten Karten. Halt. Keramets, verleihe allen Nicht-Goldeinheiten in der Reihe einen Schild. Dieser Schild schützt seinen Träger einmal vor einem Stärke. Mann, ey. Das ist eigentlich ein geiler Effekt, aber warum geht denn da nicht gegen Zerstören? Wenn der gegen Zerstören gehen würde, würde ich die sofort bauen, wenn ich 800 habe. Weil es wäre die Einheit, die ich brauche. Generiert 9 Stärke und dann auch ein Schild, dann auch ein Schutz gegen alle. Aber das lohnt halt nur, wenn sie nicht zerstört werden können. Sobald halt verbrennen und der ganze Scheiß eingesetzt werden kann, bringt es gar nichts. Triss kennen wir. So, das sind alles Einheiten, die ich nicht benutzen kann. Ja, die Siri, die Sprint-Siri finde ich komplett sinnlos. Silber, also eine Silberkarte müsste so unglaublich geil sein, damit ich dann irgendeine andere Silberkarte rausnehme, da gucke ich gar nicht erst nach. Spiel jedes Mal diese Karte in einer zufällig gewählten Reihe von deinem Deck oder Friedhof, wenn eine Goldeinheit auf deiner Seite erscheint. Das ist eigentlich auch komplett sinnlos, also das ist halt plus 3, oh krass, plus 3. Ich meine, die zieht sich halt aus dem Deck und Friedhof, das ist nicht schlecht, aber man hat halt maximal 4 Goldeinheiten und davon spielt man, weiß ich nicht, 1, 2 aus pro Spiel. Das heißt, man bekommt halt 3, im besten Fall, wenn es 2 verschiedene Runden waren, 6 Angriff dazu und dafür eine Silberkarte reinnehmen, also finde ich sinnlos. Die hier ist ganz cool, diese Ogwist, aber dauert halt ewig, ne, mit diesen 4 Runden. Ja, gut. Ich denke, das reicht. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, dann wird man euch loben. Euer Pax, bis zum nächsten Mal. Tschüss.